Okay, also River City will ich auf jeden Fall noch erreichen. Deswegen lasse ich mich vielleicht von dem nicht ganz so ablenken. Ich versuch's zumindest. Keine Ablenkung. Ja, es ist nicht schwer, weil da komme ich nicht hin anscheinend. Entdeckung! River City! Yay! Nein, das ignoriere ich. Oh, ist das eine Toilette? Ja, aber eine kaputte. Okay. Oh, hallo. Bitte. Wasser. Ah, ich hab... Alles klar, alles klar. Aber ich habe gerade keins. Aber das Coole ist, ich werde jetzt mal kurz zurückgehen nach Megaton. Hey. Hey. Keine Ahnung, was das sollte, aber hey. Mal ganz kurz ein bisschen Altmetall auch abgeben. Ich will mal ganz kurz was testen. Ich speichere mal. Hallo. Hä? Oh. Puh. Ja? War was? Eigentlich nicht, ne? War nichts. Jetzt bin ich ja wahrscheinlich wieder der letzte Arsch, dass ich was geklaut habe. Achso, was sagt denn überhaupt mein Status? Oh, ich bin Protektor. Hä? Gut, okay. Also ich bin Protektor. Großes für diese Stadt geleistet. Ja, ich weiß, ich weiß. Kein Dank. Hm, was? Ja, ich habe Großes für diese Stadt geleistet. Aber war irgendwas? Ich habe das gar nicht so... Ja, irgendwie... Erstmal ordentlich geklaut. So muss das sein. So, Minigun. Da... Die kann ich jetzt ja ein bisschen verbessern. Jagdflinte haben wir ja, ne? Ja, passt. Das Lasergewehr haben wir. Die Laserpistole. Die würde ich ganz gerne mal hochpushen. Ich nehme mal 4 mit. Habe ich sonst noch irgendwas an Yuka-Cola vielleicht? Red Away kann ich auf jeden Fall weggeben. Ne, sieht gut aus. Na, dann gehen wir jetzt mal kurz Bubu machen. Obwohl... Wie schön, Sie kennenzulernen. Ja, das hat mich auch tierisch gefreut. Ciao. Rivet City, ich komme. So, da ist der liebe Carlos. Bitte. Bitte helfen Sie mir. Ich brauche Wasser. Ich sterbe. Keimte Wasser. Sie meinen, Sie wollen nichts dafür? Ich habe keine Kronkorken, gar nichts. Ich kann es einfach so haben? Gratis? Na klar. Wasser. Wertvolles Wasser. Nein, kostbares. Danke. Sie sind ein Engel. So, gleich ein bisschen Karma wieder gekriegt, nachdem ich gerade viel verloren habe. Sie haben mir schon so viel geholfen. Ja, komm. Ich kann... Ja...
So, die 4 Flaschen verteilen wir nämlich an ihn. Sie haben mir das Leben gerettet. Ich weiß. Ja, komm. Und eine Runde gibt's noch. Ich werde sie nie vergessen. Ich frage ungern. So, das sind nämlich die Karma-Gewinn-Typen. Mikey ist ja leider gestorben. Willkommen in River City. Bitte warten. Die Brücke wird ausgefahren. Echt? Oh! Okay, die sind auf jeden Fall sehr sicher hier. Guten Tag, meine Lieben. Keine Bewegung. Welche Geschäfte führen Sie nach River City? Sie stellen Nachforschungen ein, was? Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen, aber Sie können drinnen gern mal nachfragen. Aber machen Sie keinen Ärger, ja? Nein, Harkness. Denke schon. Wer ist denn jetzt Dr. Lee? Die Tür links führt in das Treppenhaus. Von dort aus geht es einfach nur Richtung Westen. Gut, ich weiß zwar nicht, wer Dr. Lee ist, aber... naja. Wir sind die sicherste und am besten geschützte Stadt im Ödland. Ohne unsere Genehmigung kommt hier nichts herein. Das ist cool. Also ich habe wirklich nicht die Zeit, über die Geschichte hier zu sinnieren. Ich muss mich schließlich darum kümmern, was hier und jetzt passiert. Na gut. Dann machen Sie mal schön weiter. Also ich darf rein. Cool. Hieß es doch, oder? Ich suche nach Störenfrieden. Sind hier irgendwo welche gewesen? Gerade nicht. Oh. So, wo soll ich denn was in Erfahrung bringen? Einfach nur hier in Rivet City irgendwo? Kapitol. Mitteldeck. Common Room, St. Monica's Church und Science Lab. Bridge Tower, The Weatherly Hotel, Capitol Preservation Society, The Muddy Rudder. Kann ich mich hier hinlegen? Nee. Marketplace. Da komme ich doch gerade rein. Ich gehe erstmal nach oben. The Weatherly Hotel. Ich gehe erstmal ganz nach oben. Achso, das ist ganz oben. Die Brücke. Was gibt's denn hier oben auf der Brücke? Außer eine Mülltonne. Oh. Hier laufen Leute rum. Wo denn? Hä? Werden mir angezeigt, dass hier Leute rumlaufen? Wir sind gar keine. Ach, die pennen alle. Sicherheitspersonal. Alter. Ist aber jemand hungrig. Geht's aber noch höher? Oh. Das kann ich mitnehmen. Okay. Private Jones, was? Flight Deck, okay, das ist das Deck. Commander Danvers. Sir, Private Jones meldet sich zum Dienst. Das war schön. Sir, diese Schlackenhalde bewacht das Waffenhaus, Sir. Oh. Ja, da will ich gar nicht rein. Jegliche Auffälligkeiten sollten den Sicherheitsbeamten gemeldet werden. Vielleicht Dame. Wissen Sie ja nicht, mit wem Sie reden. Ich bin Commander Danvers, der stellvertretende Sicherheitschef. Stellvertretend? Nun, ich habe keine Zeit für Grünschnäbel wie Sie. Wenn Sie was zu sagen haben, raus damit. Das Weatherly Hotel ist eine gute Wahl. Es liegt am Oberdeck. Jemand melden, so quatschen. Tut mir leid, aber ich weiß nicht wirklich viel über die Stadt. Ich mache mir viel mehr um das Hier und Jetzt Gedanken, wissen Sie? Seufz. Die Pflicht ruft. Nein, sie war nicht hilfreich. Ich gehe wieder pennen. Flight Deck. Marketplace. Es geht sogar noch höher. Sitzt hier auch irgendjemand? Klingt nach einer Dingsanlage.
Schussanlage. So eine Schussanlage. Gut, okay, also das, ja. Gut. Also das war nicht sehr erfolgreich. Nee, das war Flight Deck. Hier. So, das versuchen wir es doch mal im Weatherly Hotel, wa? War das hier? Nee, das war auch ein Stockwerk tiefer. Hier, oder? Ja. Guten Tag. Rivet City Klinik. Okay, hier geht's in die Klinik. Anscheinend nur. Bennets Tür. Oh, kann ich das mitnehmen? Ja, komm, gib her. Alles, was rumliegt, was? Youngs Tür. Science Lab, Weatherly Hotel. Oh, hallo. Hey, Staley. Ja, bitte? Staley. Hier ist es laut, dunkel und miefig. Hier sind wir in Sicherheit. Es gibt weder Supermutanten noch Raiders. Vielleicht findet Dr. Lee auch eine Möglichkeit, sauberes Wasser zu besorgen. Okay. Sie ist nicht sehr gesellig. Sie bleibt immer in ihrem Labor im Heck. Sie ist klug. Ziemlich klug. Sie meinen, ob sie mich oft anbaggern? Nein, die meisten sind sehr höflich. Sogar Männer wie Diego, mit denen ich flirten will, scheinen mich zu ignorieren. Das ist natürlich doof. Naja, zumindest einer von uns ist verliebt. Manchmal kommt es mir so vor, als würde er noch nicht einmal wissen, dass ich da bin. No. Ja, vor allem bei Priestern mit Dickschädeln tut man sich da hart. Ach, das ist trotzdem werde ich nicht aufgeben, denn ich weiß, dass wir füreinander bestimmt sind. Das ist toll. Ja, okay, weiter. Ich habe gehört, dass sie von Söldnern als Basis für Plünderungszüge nach DC gegründet wurden. Aber so genau weiß ich das auch nicht. Alter, wer weiß denn hier überhaupt irgendwas? Bis später. Ciao. Ist das... Das ist... Denken Sie noch nicht einmal daran, hier einzubrechen. Nein, wollte ich auch gar nicht, aber die haben mir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Ja? Seagrave. Sie sind sicher neu hier. Ich heiße Seagrave. Wenn Sie etwas verramschen wollen, dann kommen Sie in meinem Laden, dem Rivet City Supply, vorbei. Jo, ich werde alles nehmen. Was für den einen nur Müll ist, ist für den anderen ein Schatz. Das ist cool. Psst. Vielleicht hören Sie mit. Wer ich? Das Commonwealth versucht es als Bluff abzutun. Aber den entflohenen Androiden gibt es wirklich. Hören Sie sich dieses Holoband an. Dann werden auch Sie zu einem Gläubigen. Einen Gläubigen, okay. Das Weatherly Hotel ist eine gute Wahl. Es liegt am Oberdeck. Ich dachte, das wäre hier. Wie jetzt? Ah, ich weiß eigentlich nicht viel. Ich meine, die Stadt gibt's schon ewig. Und wir sind die ganze Zeit am Rudern, um sie in Schuss zu halten. Ich hatte schon von klein auf einen Schraubenschlüssel in der Hand und war beim Wiederaufbau dabei. Aber Politik hat mich noch nie interessiert. Ach, seufzt. Ja, das ist gut. Der Einzige, an den ich mich erinnere, ist Mr. Pinkerton. Und der ist vor rund 10 Jahren gegangen. Nach einem Streit mit dem Wissenschaftsteam. Er hatte einen Lagerschuppen im abgebrochenen Bug des Schiffes. Wir haben immer gedacht, dass er verrückt sein muss, seinen Kram dort zu lagern. Vielleicht hat er da ein paar Unterlagen aufbewahrt. Aber Vorsicht, das Schiff ist ein bisschen tückisch da unten. Nun, das alte Mädchen musste ganz schön was einstecken. Besonders da, wo die Meyerlurks genistet haben. Und die Supermutanten versuchten reinzukommen. Die Mutanten und Meyers waren wohl so sehr damit beschäftigt, sich zu bekämpfen, dass wir Zeit hatten, diesen Ort schwimmtüchtig zu machen. Beantwortet das alle ihre Fragen? So oder so. Wir sind hier in Rivet City und die Stadt ist jetzt in guten Händen. Okay, cool. Okay. Ich verliere schnell das Zeitgefühl, wenn ich über das alte Mädchen rede. Also ich soll auf jeden Fall noch mehr raus. Bis dann. Jo, ciao. Gestern gab's irgendwo. Okay, aber ich habe noch zusätzlich was bekommen. Notizen? Achso, meine Eigentumsurkunde. Diese Urkunde gewährt volles Eigentumsrecht an einem Haus in Megaton. Stil: Megaton Standardunterkunft. Ort: oberste Ebene von Megaton, direkt über und hinter der Brass Lantern. Erhaltene Vorzüge: ein Mr. Handy Roboter Butler. Weitere verfügbare Vorzüge: weitere Gegenstände können bei Myra im Crater Site Lagerraum erworben werden, solange sie Bewohnerin von Megaton ist.
Sollte sie nicht mehr Bewohnerin sein? Oh Mann, ein Schaltkreis-Neuralisator. Sie haben sich an das geheime Androidenprojekt erinnert, von dem ich Ihnen erzählt habe? Nun, Sie haben ordentliche Vorkriegsgeräte zur Verfügung. Sie haben einen Lipoplastikator und einen Mikrodermaltransplantator in Finger gekriegt, mit denen Sie Gesichtsrekonstruktionen machen können. Weiß nicht, ob Sie einen Metzger finden werden, der sich gut genug damit auskennt, damit er am Ende nicht aussieht wie ein verdammter Ghoul. Ach ja, Sie haben auch einen Schaltkreis-Neuralisator. Entweder haben Sie ihn gefunden, oder jemand hat einen gebaut. Wie ich gehört habe, wollen Sie einem dieser Dinger das ganze Hirn umholen. Wenn Sie eine Ahnung haben, wen Sie damit beauftragt haben, sagen Sie es mir. Ich will den Typen kennenlernen. Okay, das war jetzt nicht so hilfreich, okay. Weatherly Hotel geht da lang und da lang geht's auch noch irgendwo hin. Science Lab und Rivet City Clinic. Ah. Ist das das? Gestern gab's irgendeinen Kampf in der Stadt. Die Torwache meinte, es wurde über eine Stunde lang geschossen. Deswegen bin ich froh, hier zu sein. Gutes, altes Rivet City. Ich auch. Nichts dringt durch diese Wände. Sir! Ich bin Diego. Der Messdiener der Kirche von St. Monica. St. Monica hat die Seele ihres eigenen Sohnes vor der ewigen Verdammnis gerettet. Das ist ja lieb. Jetzt ist sie für alle Gläubigen die Schutzpatronin der verirrten Kinder. Sie sollten am Sonntagmorgen wirklich in die Kirche gehen. Die Predigt dreht sich rund um St. Monica. Aber natürlich gibt es eine Kirche. Pater Clifford leitet die Messe jeden Sonntagmorgen. Sie sollten mal vorbeikommen. Ich merke das schon. Pater Clifford ist der Priester. Die Kapelle ist vorn am Bug, auf dem Oberdeck. Unser verehrter Pater hält dort jeden Sonntagmorgen die Messe. Okay. Wovon reden Sie denn überhaupt? Ich bin ein Geistlicher. Das heißt, bald werde ich genau wie Pater Clifford ein Priester sein. Wie auch immer. Es spielt keine Rolle, was Angela denkt. Bald werde ich den Zölibatseid ablegen. Oh je. Pater Clifford meint, sie sei meine Prüfung, mein Schwachpunkt. Ich muss zwischen ihr und der Kirche wählen. Ich habe mich für die Kirche entschieden. Oh je. Ich habe gehört, dass sich hier eins Raiders niedergelassen hatten, bis irgendwer aufräumte. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Gott segne Sie. Ja, heute nicht. Ja? Sie sehen nicht so aus, als wären Sie verletzt. Was kann ich für Sie tun? Noch so, also die Ärzte sind echte Arschlöcher, finde ich. Lipoplastikator oder Mikrodermantalplasmat? Hä? Ach so! Ach ja, das, was ich gerade. Okay. Ich habe das Gerücht gehört, dass der alte Pinkerton in Rivet City irgendwie an einen Lipoplastikator und einen Mikrodermaltransplantator gekommen ist. Ach, das ist ja praktisch. Pinkerton, was? Der Name weckt Erinnerung. Behauptete, etwas gegen Strahlenvergiftung gefunden zu haben. Oder Lebensmittelvergiftung. Keine Ahnung. Er erzählte allen, er hätte Rivet City gegründet. Dabei brach er nur den Bug ab. Oder starb er dort? Keine Ahnung. Wow, echte Hilfen. Überall hier. Ja. Ich würde Ihnen sehr gerne helfen, wirklich. Aber ich weiß so gut wie gar nichts über die Geschichte dieser Stadt. Lassen Sie sich von meinem Alter nicht täuschen. Mich gibt es zwar schon eine ganze Weile, doch hier bin ich noch nicht so lange. Ah, kleiner Scherzbold, wie? Okay. Passen Sie auf sich auf! Okay, dieser Pinkerton wird anscheinend auch für die Quest interessant. Sir, willkommen im Weatherly, Mr. Buckingham, zu Ihren Diensten. Ich diene Miss Vera Weatherly, der Besitzerin des Weatherly Hotels. Dies ist das Weatherly Hotel. Es ist das beste Hotel von Rivet City. Lass mich raten, das ist das einzige. Bitte, bestellt sie. Oh, okay. Was hättest du denn? Also Stimpaks hat er auch. Habe ich denn schon wieder irgendwas zu verkaufen? Oh ja, anscheinend schon.
Haha. Komm, dafür kaufe ich dir aber auch die 6 Stimpacks ab. Ach Mist, das habe ich vergessen. Yes, Sir. Yes, Sir. Yes, Sir. Wait, Sir. Guten Tag. Hallo. Was? Das ist also die, oder, die Miss Weatherly. Aber ich habe gerade gesehen, meine Minigun kann noch einer Reparatur bedarf. Ja. Sehr gut. Hey. Ich bin Pater Clifford von der Kirche von St. Monica. Hallo? Wo kommt der her? Hä? Sie ist die Schutzpatronin aller verirrten Kinder und bei den Gläubigen von Rivet City sehr beliebt. Seltsam, dass Sie noch nie von ihr gehört haben. Falls Sie Ihre Geschichte hören wollen, sie wird am Sonntag das Thema meiner Predigt sein. Die Messe beginnt um 8 Uhr. Sie sollten vorbeikommen. Okay. Ja, ich bin Priester. Was ganz machst du denn hier? River City ist meine Gemeinde. Kommen Sie diesen Sonntag doch zur Messe. Ich erzähle Ihnen die Geschichte von St. Monica. Ach, es ist nicht die Vergangenheit der Stadt, die mich beschäftigt, sondern die Zukunft ihrer Bewohner. Mhm. Aber wenn es Sie wirklich interessiert, würden Miss Weatherly oder Mr. Bannon sicher zu gerne mit Ihnen darüber plaudern. Ach, da bin ich ja wenigstens anscheinend richtig. Ciao. St. Monica segne Sie. Ja, heute nicht. Wo kam der her? Also sorry, aber plötzlich stand der hinter mir, der Arsch. So, hallo, Vera. Ich bin entzückt, Sie kennenzulernen. Ich bin Vera Weatherly vom Weatherly Hotel. Hallöchen. Nun, ich sollte es Ihnen ja eigentlich nicht erzählen, aber haben Sie schon von Pauly Cantelli gehört? Nö. Er ist medikamentenabhängig. Seine arme Frau Cindy weiß weder ein noch aus. Noch so ein Knilch. Was noch irgendwas? Haben Sie es noch nicht gehört? Angela ist scharf auf Diego. Doch, klar, das weiß ich. Aber da er ein Priester ist, hat er sie abblitzen lassen. Eines Tages wird sie sich einfach auf ihn stürzen. Mr. Lopez verliert anscheinend allmählich den Verstand. Er steht oft stundenlang auf der Spitze des Brückenturms und starrt über die Stadt. Okay. Nun, ich könnte Ihnen alles über mein Hotel erzählen, aber wie Rivet City entstanden ist, weiß ich leider nicht. Ich dachte, Sie sollen es wissen. Ich meine, man hört Gerüchte und macht sich dann selbst ein Bild. Ob es aber der Wahrheit entspricht? Ich möchte Sie wirklich nicht in die Irre führen. Doch, bitte tun Sie das. Nun, da fällt mir Seagrave ein. Der weiß vielleicht mehr drüber. Okay, der hat ein bisschen mehr. Er ist schon von klein an hier. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es sonst noch jemanden gibt, der dieses Schiff so gut kennt wie er. Okay, bei ihm war ich jetzt schon. Okay. Na gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Du hörst, dass der Stadtrat darüber diskutiert, Geländer auf dem Flugdeck anzunehmen. Was war das denn? Naja. Alter, leg dich. Leg dich erstmal hin und dann schnarche. Ah, nee. Ich habe gehört, dass der Stadtrat. Ja, das war schlimm. Sicher werden Sie was dagegen tun. So, gehen wir mal in die andere Richtung. So, kenne ich dich? Diese Stadt. Ich habe zu tun. Ich muss jede Menge Reparaturen erledigen. Alter, jo. Ich darf nicht mit Fremden sprechen. Das hier ist das Waffengeschäft Fleck and Shrapnel. Oh. Leicht zu merken, was? Sehen Sie sich um, falls Ihnen etwas gefällt. Ich bin gleich hier drüben. Über. Okay, cool. Danke. Ach komm, ich frage jetzt. Ich frage jetzt gar nicht mehr. Einer der neuen Einwanderer starb letztens. Ich heiße Janice Kaplansky und ich bin die Chefbotanikerin. Was brauchen Sie? Chefbotanikerin? Ich habe gesehen, wie ein Mann mit Dr. Lee gesprochen hat. Was? Aber ich sollte nicht darüber reden. Oh, cool. Sie hat bereits schlechte Laune und ich möchte sie nicht noch mehr reizen. Ich schon. Sie sollten vielleicht einfach mit ihr darüber sprechen. Ja, gute Idee. Wenn es nichts mit dem Wissenschaftlerviertel zu tun hat, kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Und Dr. Lee hat viel zu tun. Sie darf nicht gestört werden. Scheißegal, ich gehe da jetzt hin. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Eine Woche an Strahlenvergiftung. Ist das sieht sicher? Alles in Ordnung aus hier.
So, was ist das für einer? Hallo! Achso, das ist der andere Typ, ja, weiß ich noch. Denken Sie noch nicht einmal daran, hier einzubrechen. Halt die Schnauze, ich will hier nicht einbrechen. Ich will hier zum Forschungslabor. So, hier gibt es eine Dr. Lee, die ich ja direkt am Eingang schon erfahren habe. Hören Sie, Dr. Zimmer, wie gesagt, wir wissen nichts über einen entflohenen Roboter und es ist uns egal. Oh. Wir lösen hier wirkliche Probleme. Ja, 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 aber Dr. Lee... Dr. Lee versucht, ihr Leben zu retten, aber ihre ständigen Einmischungen machen das unmöglich. Treten Sie jetzt zur Seite. Die Arbeit von Frau Doktor an der Wasseraufbereitung ist sicher faszinierend, aber wisst ihr, was auf dem Spiel steht? Die Technik in dem Androiden. Sie wollen mir sagen, was auf dem Spiel steht? Ein Roboter ist ein Roboter, Zimmer. Egal, wie schön er angemalt ist. Und jetzt darf ich Sie bitten? Kleingeistige Ignoranten seid ihr. Schön angemalt, ja genau. Ihr könnt euch nicht mal ansatzweise vorstellen, was wir im Commonwealth geleistet haben. Wenn Sie schon so gescheit sind, wie wäre es, wenn Sie uns helfen? Hm? Nein, das fällt Ihnen nicht ein. Verschwinden Sie und nehmen Sie Ihr Ego mit. Ich gehe erst, wenn ich mit Dr. Lee gesprochen habe. Schickt sie zu mir, wenn sie ihren Chemiebaukasten satt hat und echte Forschung betreiben will. Von mir aus. Oh wow, das ist ja ein Herzchen. Also beide. Was darf's denn sein? Hallo Anna, Holt. Hören Sie, einige von uns versuchen hier zu arbeiten. Es gab in letzter Zeit schon genug Unterbrechungen. Jeder, der hier durchkommt, muss an Dr. Lee vorbei. Warum gehen Sie nicht einfach ihr damit auf die Nerven? Alter. Sie steckt fast alle hier locker in die Tasche. Aber das heißt nicht viel. Bis später. Um was geht's? Ach, okay, cool. Der Zutritt zu diesem Bereich ist verboten. Ich bin es wirklich leid, das immer wieder sagen zu müssen. Sie sind das. Meine Güte, Sie sehen ihm so ähnlich. Sie sind der Sohn von James, nicht wahr? Was machen Sie hier? Aha. Sie waren damals zu jung, um sich jetzt noch dran erinnern zu können. Und James hat wahrscheinlich nie von mir gesprochen. Typisch. Ich bin Dr. Madison Lee. Vor vielen Jahren habe ich mit Ihren Eltern zusammengearbeitet. Jetzt betreibe ich hier in Rivet City das Forschungslabor. Das hier war meine einzige Option. Als Ihre Mutter starb, ging Vater mit Ihnen weg. Er ließ die Arbeit hinter sich. Wir konnten nur dasselbe tun. Heißt das, dass Sie sich noch nicht mit ihm getroffen haben? Ich hatte angenommen, dass er Sie hergeschickt hat. Sollten Sie nicht sowieso in einer Vault sein? James sagte, dass er Sie dort zurückgelassen hatte. Ach ja? Mein Eindruck war, dass das genau das Gegenteil von dem ist, was er wollte. Naja, hier werden Sie ihn nicht finden. Er war hier und ist schon wieder weg. Ihr Vater bestand darauf, am Projekt Purity weiterzuarbeiten. Ich habe ihm gesagt, dass zu viel Zeit verstrichen ist und es nicht funktionieren wird. Aber natürlich hat er nicht auf mich gehört. Sagte, er kann beweisen, dass es funktioniert und ist zum alten Labor aufgebrochen. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Wo ist das? Ja. Es ist im alten Jefferson Memorial Gebäude, nordwestlich von hier. Bitte, folgen Sie ihm nicht. Es war dumm von ihm, sich überhaupt alleine auf den Weg dorthin zu machen. Aha. Ich weiß nur, dass er zurück zum Labor des Projekts Purity wollte, im alten Jefferson Memorial Gebäude. Ja gut, das hatten wir. Ich bin immer noch der Meinung, dass es gefährlich ist und dass er es nicht hätte riskieren sollen. Mehr weiß ich auch nicht. Sicher kann ich Ihnen von Ihren Eltern erzählen. Ich habe lange mit Ihnen zusammengearbeitet, bis Ihre Mutter starb und Ihr Vater uns verließ. Was möchten Sie noch wissen? James. Er war sehr engagiert. Wollte die Welt verändern. Naja, das wollten wir damals wohl alle. Er konzentrierte sich nur auf zwei Dinge. Auf den Erfolg des Projekts Purity und auf Ihre Mutter. Als Ihre Mutter starb, gab er auf, denke ich. Ich weiß, dass er auch sein Kind beschützen wollte. Aber irgendwie war es auch eine Flucht. Trotzdem hat er es anscheinend nie ganz verdaut. Ich bin ziemlich schockiert, dass er es nach all der Zeit nochmal versuchen will. Naja, Ihre Mutter war eine gute Frau. Eine engagierte Wissenschaftlerin. Ihr Vater hat sie sehr geliebt. Ihr Tod hat alle schwer getroffen. Sie hatte sich so auf ihre Geburt gefreut. Es gab Komplikationen bei der Geburt. Niemand hatte es erwartet. Wir waren nicht optimal darauf vorbereitet. Sie müssen verstehen,
Wir hatten nur alte, heruntergekommene Geräte. Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand. Ja, nur leider war es nicht genug. Okay. Das hatten wir schon. Hören Sie, ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich habe nicht die notwendigen Mittel, um James' idiotische Absichten oder Ihre Suche nach ihm zu unterstützen. Tut mir leid. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht... Ich hoffe, Sie verstehen. Nein, verstehe ich nicht. Was? Naja, was soll ich Ihnen da erzählen? Ihr Vater und ich, wir arbeiteten lange Zeit zusammen. Ich glaube, wir standen kurz vor unserem Ziel. Aber dann gab es... Komplikationen. Das Projekt wurde aufgegeben und Ihr Vater verschwand. Ich bin hierher nach River City zurückgekehrt und habe das Labor eingerichtet, das Sie hier sehen. Was wollten die denn? Dem muss man alles... Ja, danke. Also, wir nannten es Projekt Purity. Was genau möchten Sie wissen? Wir hatten wirklich ein ganz einfaches Ziel. Frisches, sauberes Wasser für alle. So eine simple Idee. Und doch unmöglich zu realisieren. Unser Plan war der Bau einer Anlage, die das ganze Wasser im Tidebecken auf einmal reinigen kann. Keine Strahlung, kein Schlamm, nur sauberes Wasser. Es stellte sich nur als schwieriger heraus, als wir gedacht hatten. Das Prinzip funktionierte schon. Wir verstanden den Großteil der zugrunde liegenden Technik. Leider ist in der Gegend wirklich alles verstrahlt. Mit kleineren Tests hatten wir bereits Erfolg. Aber sobald wir die Tests in größerem Umfang durchführten, funktionierte es nicht mehr. Vielleicht, wenn wir mehr Zeit oder eine bessere Ausrüstung gehabt hätten. Hätte Fahrradkette. Sie wurden geboren. Aber es ging nicht um Sie. Ich auch noch schuld. Wir hatten sowieso schon zu viele Probleme. Und Ihre Geburt brachte das fast dann zum Überlaufen. Ihr Vater entschied, dass Sie wichtiger als unsere Arbeit waren und ging. Er hat uns alle verlassen. Als er weg war, entschied die Bruderschaft, dass wir Ihre Zeit nicht mehr wert waren. Ohne Ihren Schutz mussten wir den Aufbereiter aufgeben. Bruderschaft. Die hat auch noch was damit zu tun. Okay. Dieser Idiot? Der ist schon so lange weg, dass sich fast keiner mehr an ihn erinnern kann. Er behauptete, irgendwo auf dem Schiff ein Geheimversteck von technischen Geräten gefunden zu haben. Dann verschwand er einfach. Alter, das ist alles so eine super tolle Hilfe hier. Das ist das Forschungslabor von River City. Es hat viele Jahre gedauert, um es einzurichten, aber wir haben es geschafft. Unsere Forschung im Bereich der tragbaren Fusionsenergie und der Hydroponik schreitet ganz gut voran, wenn auch nicht ganz nach Zeitplan. Ja, ist immer das Problem. Ich kann Ihnen alles über das Forschungslabor erzählen. Doch auch wenn ich von Anfang an dabei war, weiß ich nicht wirklich viel über die Entstehung. Es scheint alles schon Ewigkeiten her zu sein. Und leider hatte ich in den frühen Jahren unheimlich viel um die Ohren. Ja, du bist ein armes Tüftel. River City ist eine der wenigen zivilisierten Bastionen im Land. Wir wollen unsere Gesellschaft neu aufbauen, um die Welt wieder bewohnbar zu machen. Viel Glück bei der Suche nach Ihrem Vater. Hey, Sie, sind Sie ein Laborassistent oder sowas ähnliches? Nein, dafür sehen Sie etwas zu verlebt aus. Was? Kann man Ihre Dienste zufällig in Anspruch nehmen? Direkt zum Kern der Sache. So gefällt's mir. Nun, wie es sich herausstellt, ist mir höchst privates Eigentum abhanden gekommen. Wie könnte ich das formulieren, damit Sie es verstehen? Für Sie ist ein Roboter nichts als ein Blecheimer. Sie kennen ja nur diese Mr. Handy-Zeugs und so fort. Nun, es gibt auch noch andere Roboter. Verstehen Sie? Im Commonwealth stellten wir künstliche Menschen her, synthetische Humanoiden, programmiert, um zu denken, zu fühlen und zu gehorchen. Und da kann es passieren, dass sie die Dinge verdrehen und einfach ausreißen. Oh, wie böse. Unsinn! Wir sprechen über eine Maschine. Kann man einen Generator versklaven oder einen Wasseraufbereiter? Bestimmt. Ja, natürlich nicht. Das Prinzip ist dasselbe. Aber zurück zu unserer Aufgabe. Sie müssen diesen vermissten Androiden finden. Ich weiß, dass er sich irgendwo hier im Ödland der Hauptstadt aufhält.
Er muss irgendwas Drastisches getan haben. So etwas wie Gesichts-OP und eine Speicherlöschung. Sonst hätte ich ihn mittlerweile schon gefunden. Das wird nicht einfach. Vielleicht merkt er nicht mal, dass er ein Androide ist. Reden Sie nicht mit ihm, sondern holen Sie mich. Ich mach das schon. Natürlich werden Sie entlohnt. Ich habe die fortschrittlichste Technologie des Commonwealths zu bieten. Oje. Ich möchte etwas davon mit Ihnen teilen. Denken Sie nur daran, wie neidisch all Ihre Freunde sein werden. Oh Gott, das klingt ja schon toll. Fabelhaft! Finden Sie meinen Androiden und ich werde Sie nicht enttäuschen. Hier, hören Sie sich diese Nachricht an, die er mir geschickt hat. Er macht sich lustig über mich. Dafür wird er bezahlen. Ja. Vergessen Sie einfach alles, was Sie über Roboter wissen. Diese Blecheimer sind Kinderspielzeug im Vergleich zu meinem Androiden. Androiden haben künstliche Haut, künstliches Blut und simulieren menschliches Verhalten, wie etwa das Atmen. Sie können sogar essen und verdauen. Wie ich schon sagte, ich vermute, dass er eine Gesichtsrekonstruktion und eventuell auch eine Gedächtnislöschung erhalten hat. Durchsuchen Sie die Büros der Ärzte und Techniker nach Hinweisen. Wenn Sie Kontakt mit dem Androiden hatten, gibt es vielleicht Aufzeichnungen. Beginnen Sie mit Dr. Preston. Er wohnt auf diesem undichten Boot. Vielleicht weiß er ja etwas. Schließlich ist er ein Doktor. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich bin gerade sehr damit beschäftigt, meine Umgebung zu ignorieren. Ach nee, komm. Ganz recht. Ich hab keine Lust mit dir zu quatschen. Oh, 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 oh. Yeah. Man braucht die klügsten Köpfe, um zu erkennen, dass es immer etwas dazu zu lernen gibt. Dauerhaft um 1 erhöht. Ach, hier kann ich sogar alles mitnehmen. Nein, nicht alles. Cool. Ja, okay. Kann ich mich vielleicht... Nein. Hallo! Oh! Entschuldigung, ich habe mich gar nicht gesehen. Bitte entschuldigen Sie mich. Es gibt viel zu tun. Ja, sieht man. Ich helfe Dr. Lee, wenn Geräte verstellt werden müssen. Ich bin kein Wissenschaftler. Ich helfe nur mit den schweren Sachen. Ach so. Okay. Na dann. Helf mal. Hilf mal. Okay, dann höre ich mir mal kurz das mal an, was er mir da in die Hand gedrückt hat. Vermisster Androide. Zimmer, der sich derzeit in Rivet City aufhält, ist auf der Suche nach einem Androiden. Er glaubt, der Androide könnte sein Gesicht rekonstruieren und seine Erinnerungen löschen lassen haben. Was? Aufgabe gewesen? Nee. Doch. Alles klar. Okay, na gut, also die Synth sind ja dementsprechend, ne, auch schon bekannt. Hier ist die Kirche. Huch.
Das ist die Kirche. Abraham Washington. Okay. Mein heißt nicht Abraham Lincoln. Hey, Abraham. Abe. Was los? Ziemlich beeindruckende Sammlung, nicht wahr? Kommen Sie, trauen Sie sich, sehen Sie sich um. Mein Name ist Abraham Washington, Kurator dieses kleinen Ausschnitts amerikanischer Geschichte. Ja. Ah, Sie sind also ein gebildeter Mensch. Wie schön. Naja, gut, weiß ich nicht. Jedes Dokument in diesem Raum erzählt einen kleinen, aber wichtigen Teil der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Leider aber fehlt der Sammlung das wichtigste Stück von allen. Muss ich wiederholen, ja? 1776 trat der zweite Konjugalkongress zusammen und verabschiedete ein Dokument, das von niemand anderes als Thomas Jefferson selbst aufgesetzt wurde. An diesem Tag bekamen die Vereinigten Staaten von Amerika ihren Namen und sicherten sich ihren Platz in den Annalen der Geschichte. Diese herausragende Leistung wurde mit der Unabhängigkeitserklärung in die richtige Form gebracht. Ach, wirklich? Das würde für mich und diese Sammlung hier sehr viel bedeuten. Hervorragend! Sie werden es nicht bereuen. Das verspreche ich Ihnen. Sie sind Teil der amerikanischen Geschichte. Ich beneide Sie. Ja, die Unabhängigkeitserklärung liegt in den Ruinen des Nationalarchivs. Das Nationalarchiv, oder besser gesagt das, was davon übrig ist, befindet sich in den Ruinen von DC. Das Dokument wird dort in einem Glasbehälter aufbewahrt. Aber passen Sie auf, das Gebäude ist voll von Supermutanten. Hier, ich zeige Ihnen, wo das Archiv liegt. Jo, danke. Nein, ich frage gar nicht. Ich hoffe, dass Sie bei unserem nächsten Wiedersehen die Unabhängigkeitserklärung in der Hand halten. Alter, pass auf, sonst werde ich die Unabhängigkeitserklärung mit in diesem, oder in diesem Glasding über die Birne schlagen. Mann. Aha, da ist die Kirche, Science Lab. Oh Gott. Hallo. Hi. Da waren wir gerade. Toll. Na, wer kommt denn da? Lümmel dich herum und... Wer sind Sie? Das ist der Drogen. Haben Sie Psycho? Ich brauche dringend eine Spritze. Bin aber leider pleite. Ich führe das Arzneimittelgeschäft, bin aber pleite und kann mir keine Medikamente kaufen. Kleiner Scherzkeks, wie? Das sagt Cindy auch, aber ich brauche den Stoff. Ich brauche ihn dringend. Na, wir leben hier, weil man hier vor Raiders und Supermutanten sicher ist. Mit Dr. Lee auf unserer Seite ist es vielleicht sogar denkbar, die Welt wieder aufzubauen. Mhm. Ja, ich muss auch weiter. Kau dein Essen richtig durch. Und zieh mir nicht diese Grimasse, sonst schlage ich sie dir gleich aus dem Gesicht. Ja? Was ist? Ja, das ist James, mein eigener kleiner Teufelsbraten, der nur Ärger macht. Ich würde ihn an Sie verkaufen, wenn man mir das erlauben würde. Oh, wow. Falls Sie keine weiteren Fragen mehr haben, ich habe zu tun. Wow, ist ja eine ganz nette. Um was geht's? Oh, okay. Meine Mutter ist wahrscheinlich betrunken und mein Vater tot. Reicht Ihnen das, Sie Mistkerl? Mann, ist das eine reizende Familie. Ist der Marketplace? Oh. Das war gar nicht der Marketplace. Hier ist der Marketplace. Nein, hier. Seufz. Es ist nicht der Marketplace. Aber hier. Okay, das ist wirklich ein Marktplatz. Fleckenschöpnels. Hallo. Rivet City Supply.
Gary's Bella. A quick fix. Hallo. Potomac. Potomac. Was? Ach, Potomac Attire, das ist mal ein Tee. Oder mehrere Tees. Nehmen Sie bitte Platz, es wird sich gleich jemand um Sie kümmern. Super lieb. Ja? Nein, dich habe ich gar nicht angeguckt. Okay, Ich suche nach Störenfrieden. Sind hier irgendwo welche gewesen? Ja, der da oben sieht sehr komisch aus. Victoria Watts. Sie waren ziemlich umtriebig in letzter Zeit. Fragen stellen? Rumschnüffeln? Ist es also das? Sind Sie ein Schnüffler? Ein bezahlter Detektiv? Oder haben Sie eine persönliche Abneigung gegen einen unschuldigen Androiden, der einfach seine Ruhe haben will? Bitte, würde mich echt interessieren. Nun, wenn das wahr ist, müssen Sie schnellstens Ihre Nachforschungen einstellen. Keine weiteren Fragen, keine weiteren Suchaktionen. Unsere Bewegung hilft Ihnen, aus der vom Commonwealth auferlegten Sklaverei zu flüchten. Wir helfen Ihnen, zu verschwinden. Verstehen Sie? Wollen Sie wirklich helfen? Nehmen Sie dieses Bauteil. Es gehört zum Androiden, den Sie suchen. Fragen Sie nicht, wo ich das her habe. Zeigen Sie das Teil Dr. Zimmer aus Rivet City. Sagen Sie ihm, der Androide sei tot und Sie hätten es aus der Leiche ausgebaut. Das wird er glauben. Danach wird Zimmer ins Commonwealth zurückkehren und den armen Kerl in Ruhe lassen. Und Sie haben ein Leben gerettet. Sie müssen verstehen, dass dieser Androide jetzt ein Mensch ist. Er sieht aus wie ein Mensch. Er verhält sich wie einer. Und er glaubt, einer zu sein. Auch wenn er keiner ist. Auch wenn er eine Maschine ist. Er kann denken und fühlen. Verstehen Sie? Seine Seele ist so menschlich wie Ihre und meine. Dieses Wesen verdient es, in Freiheit zu leben. Bitte, wenn Sie ein Fünkchen Anstand haben, geben Sie ihm diese Chance. Wir nennen uns die Railroad. Unsere Mission ist die Rettung synthetischer Humanoiden, besser bekannt als Androiden. Oh, das sind's. Okay. Ja. Die Railroad gibt's also hier auch. Cool. Ja, die versuche ich gar nicht erst. Die gibt es erst in Teil 4, richtig. Also, ciao. Sie wissen ja, was Sie tun müssen. Ja. Ey. Nicht so aufdringlich. Gehörst du auch hierher? Ich dachte, die käme von irgendwoher, aber die scheint hier auch herzugehören. Na gut.